Mein Name ist Frank Hoffmann. Die Welt steht vor einer großen Entscheidung. Wählen wir die Bewahrung der Erde oder die globale Erwärmung? Ein weltweites Problem lässt sich nur weltweit lösen. Mit dem symbolischen Abschalten des Lichts für eine Stunde, der sogenannten Earth Hour, nahm diese Bewegung ihren Anfang. Die Earth Hour ist in dem simplen Glauben entstanden, dass kleine Taten einen großen Unterschied machen können. Im Jahr 2007 entschied sich eine Stadt, gegen den Klimawandel Stellung zu beziehen. 2,2 Millionen Menschen in Sydney schalteten ihre Lichter aus für einen Event, der auf der ganzen Welt als Earth Hour bekannt werden sollte. Im zweiten Jahr drehten bereits 50 Millionen Menschen in 400 Städten die Lichter rund um den Globus ab, als Symbol der Hoffnung für die Zukunft unseres Planeten. Über 4000 Städte in 88 Staaten haben sich beteiligt. Die Earth Hour erreichte mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit. Aus 1000 Stimmen wächst ein Meer, Millionen Stimmen können noch viel mehr. Es ist an der Zeit, ein Zeichen zu setzen. Kämpfen Sie mit uns. Fürs Klima. Auch Österreich spürt den Klimawandel durch Unwetter, Hochwasser und Gletscherschmelze. Schon heute wissen wir, dass viele Tier- und Pflanzenarten in Österreich bald nicht mehr leben können. Sie wandern in kühlere Regionen ab oder sie verschwinden vollends. Zeigen Sie, dass Ihnen die Zukunft unseres Planeten wichtig ist. Werden Sie Österreich-Pate. Gleich jetzt. Damit unsere Kinder Österreichs Natur auch morgen noch erleben können. Gehen Sie jetzt auf wwfpate.at. Und wenn Sie mich fragen, ich wähle die Bewahrung der Erde. Wählen Sie mit mir. Auf der